Hallo meine Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Und zwar geht es heute um das Huawei Nova 3. Alle Informationen, wie ihr schon gelesen habt, sind Leaks. Das bedeutet, es müssen keine festen Beweise sein, dass dieses genau so eintreten wird. Sie sind aber schon, kann man sagen, ziemlich sicher. Also das Huawei Nova 3 ist noch nicht offiziell bestätigt worden, aber zu 99% wird es erscheinen. Es handelt sich um ein Mittelklasse-Smartphone, das bedeutet, es ist nicht gerade so gut wie das zum Beispiel das Huawei P20 Pro oder das P20, was ja die Top-Smartphones sind, oder das Huawei Mate 9, Entschuldigung. Aber es sind Smartphones, auf denen man mittlerweile schon sehr, sehr viel machen kann. Man muss sagen, dass die Mittelklasse immer besser wird, natürlich. Das Handy gehört zwar zur Mittelklasse, ist aber fast so schnell wie das Huawei Mate 9, was ein sehr, sehr gutes Smartphone ist. Der Prozessor, wird sich um einen Kirin 710 Prozessor handeln. Die Kirin Prozessoren sind Huawei Prozessoren, das bedeutet, die bauen ihre eigenen Prozessoren. Und dieses ist halt fast so schnell wie das Kirin 960. Und das Kirin 960 ist halt in Top-Smartphones verbaut. Das bedeutet, für ein Mittelklasse-Smartphone wird es viel, viel billiger sein wie ein Top-Smartphone. Trotzdem wird es sehr leistungsfähig sein. Das Nova 3 wird auch eine Notch besitzen. Eine Notch ist die Auskerbung oben am Bildschirmrand, mit welcher das iPhone X, das iPhone X angefangen hat und jetzt sehr, sehr viele Smartphones das gleiche tun, muss man sagen. Ob es jetzt gut ist oder nicht, kann man sei dahingestellt, sagen wir mal so. Die Notch wird die Frontkamera, Sensoren und den Lautsprecher beinhalten. Das Smartphone richtet sich laut Huawei anscheinend eher an Frauen, da das Smartphone nicht sehr groß ist und dies angenehmer ist für kleinere Hände. Man kann natürlich nicht sagen, dass es nur für Frauen gut ist. Dieses Smartphone ist auch sicher für Männer oder Jungs sehr gut geeignet. Man kann auch davon ausgehen, dass dieses Smartphone eine Dual-Kamera haben wird, was eigentlich für eine gute Bildqualität handelt, wenn es um Fotos oder Videos geht. Das war es dann auch mit allen Leaks, die man so hat bis jetzt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst ein Like da, abonniert, wenn das Video euch gefallen hat und ihr weitere Technik-Videos sehen wollt. Ich sage danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao.